Kölmel képviselő úr következik az európai konzervatvok és reformerek képviselőcsoportja nevében. one perc 30 másodperccel rendelkezésére. Parancsoljon! Vielen Dank, Frau Präsidentin. Der EU-Haushalt ist nicht nur dieses Jahr gescheitert, er ist in den letzten Jahren mehrfach gescheitert. Vor diesem Hintergrund müssen wir uns doch einmal fragen, haben wir überhaupt das richtige System, einen Haushalt aufzustellen, wenn es mehrfach in wenigen Jahren nicht gelingt, im Rahmen der vorgegebenen Fristen einen Haushalt aufzustellen. Wenn ich sehe, wir haben hier einen jährlichen Kampf um einen Haushalt, dann frage ich mich, wer kämpft hier eigentlich gegen wen? Sollten wir nicht alle, wir die europäischen Institutionen und die Mitgliedstaaten, an einem Strang ziehen? Und wenn wir an einem Strang ziehen, dann auch in die gleiche Richtung. Ich glaube, das ist viel zu wenig ausgeprägt bei uns. Wir haben auch, das wurde auch schon gesagt, einen viel zu komplizierten Haushalt, viel zu viele Stellschrauben. Und ich glaube, wir können außerhalb dieses Parlaments niemand mehr klar machen, den Bürgern insbesondere, wie dieser Haushalt funktioniert. Wir sollten also hier auf mehr Transparenz achten, diesen Haushalt vereinfachen. Und wenn ich sehe, was für Zahlen wir hier insgesamt hatten, einen ursprünglichen Entwurf der Kommission mit 142 Milliarden Euro, dann reduziert vom Rat auf 140, vom Europaparlament wieder auf 146 erhöht und im Vermittlungsausschuss landen wir wieder bei 142 Milliarden und sind uns aber nicht einig. Dabei sind die Probleme der Schulden überhaupt nicht angegangen worden. Das heißt, wir haben noch keine Lösung für dieses Problem. Aus unserer Sicht kann das Problem nur gelöst werden, indem wir die Verpflichtungsermächtigungen reduzieren, aber in keinem Fall einfach mit der Gießkanne die Zahlungsmittel erhöhen. Wir wollen einen schlanken und sparsamen Haushalt. Vielen Dank.